Hey Leute, hier ist der alte Mann mit Bombak Space Crew. Weiter geht's. Wir machen jetzt mal hier Plasmidenpräsenz, neutralisieren und los geht's. Das ist ja eine der ersteren Missionen. Da haben wir jetzt hier auch Blaster für Notfall. Den machen wir weg. Da kommen Medikits hin oder so. Ja. Medikits starten. Okay. Markiere einen Hyperraumwegpunkt. Entschuldigung, habe ich vergessen. Zum Ziel gibt es hier nur. Aber da haben wir ja dann Kampf. Laden für Hypersprung und los geht's. Gegner neutralisieren, Verstärkung rufen. Das ging aber jetzt flott. Feuern! Was für eine langweilige Unterstützung. Oh. Hat er doch noch alles Mögliche gekostet dann. Also die Greifen schießen immer auf den Reaktor, ne? Meine Güte. Oh oh. So, das war eine kurze Mission. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch eine. Keine Sorge. Aber die muss jetzt mal hier erledigt werden. Plasmidenpräsenz neutralisiert.
zurückgekehrt. Ja, schade, war eine leichte Mission, aber... Technikerwerkzeug. Diese Suche entwickelte Technikerwerkzeug erhöht die Effizienz beim Reparieren. Systeme, geil. So, cool. Extra Techniker-Equipment. Zack. Boah, ich hatte die Schuhe gar nicht ausgerüstet. Oh, cool. Guck mal. Was für ein cooler Techniker. Ja, leider gibt es hier nicht mehr. Ich müsste den Schützen die Helme geben, ja? Aber ich weiß halt nicht, wie das ist mit dem Sauerstoff. Raumschiff. Ich guck mal gerade wegen Waffen. Anscheinend gibt es keine allgemeine Energie, auf die ich achten muss oder so. Pass auf, wir müssen auf jeden Fall die vordere Kanone immer ausgerüstet haben, weil die ist gut, ja? Maschinenkanone, Maschinenkanone. Und da kann ich eigentlich noch gar nicht so viel ändern, ne? Plasmakanone ist einfach Vorderseite. Da kann ich nicht sagen, welche Kanone da rein soll. So, dann ist die hintere und die vordere Kanone müssen ausgestattet sein. Die Seiten sind dann erstmal zweitrangig. Mission. Forschung, ja. Erstmal weitermachen. Vorräte transportieren, Astronomen retten. Machen wir Vorräte transportieren. Wir fangen erstmal mit den leichteren an, damit die durch sind. Weil ich glaube, die müssen wir alle abarbeiten, ja. Wir machen ja die fährlichsten Routen hier. Dann sollte eigentlich alles, können wir schön viel abgrasen. Das bringt ja Punkte, ja. Sicherste Route. Die Mädchenroute nehmen wir doch nicht. So, Pansen, dir gehört das vordere Geschütz ab heute. Ja, Captain. Das vordere Geschütz ist Ming. Geladen und entsichert. Die Superkanone des Superbesten. Markierung der Wegpunkt im Raumschiff des stärksten Schilden zu Gegner. Oh, das ist eigentlich muss ich mal defensiv machen. Defensiv, defensiv. Und ich glaube, ich mache nie Gravitation aus. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so toll. Vielleicht nur am Anfang. Das ist unser Ziel. Oh nein, nicht du! Kein Problem. Okay, wir können, ne? Ist das da vorne kaputt? Keine Energie. Ach so. Entschuldigung. Muglef, denn sie... Von der destriert. Ich dachte, da steht desertiert. Deswegen. Dann los, wir müssen Schub geben. Wenn wir Schub geben, kriege ich nochmal Plus? Wie lange gilt denn Schub?
Ich dachte, das ist nur für die Triebwerke. Okay. Oh, oh. Ich bin sogar... Oh, scheiße! Okay. Yeah, schon 100 Stück abgeknallt. Sehr schön. Ist irgendjemand stark verletzt? Nee, nicht wirklich, oder? Der Fufu ein bisschen. Da sind eure Vorräte. Hat's vergessen. Wenn ihr es nicht eilig habt und euer Schiff ist beschädigt, bleibt stehen. Dockt noch nicht ab. Repariert euer Raumschiff und so. Oder bleibt halt irgendwo hier stehen. Ne, ihr habt es ja nicht eilig. Das ist das Coole. Los geht's. Ist mal nach Hause hier. Was? Ach so, das war Asteroid. Ich bin der beste Pilot, keine Sorge. Kommt keiner, na gut. Jetzt gibt es aber schon mal einen Angriff. Na, wo bleibt ihr denn, die kleinen Kacker, hä? Aha.
Feuer frei, los! Das Triebwerk ist beschädigt. Verloren! Oh Gott, wir haben Dressel verloren! Dressel! Wie kann ich dich denn retten? Der arme Dressel! Achtung, Dressel! Nein! Und jetzt? Einholen. Gott, der arme Dressel! Lass uns beeilen. Komm schon, Dressel, du schaffst das. Radio. Komm schon, Dressel, schneller. Dressel, beeil dich. Wir haben hier Strahlungsprobleme. Achso, hier vorne sind keine Strahlungsprobleme. Ich könnte auch einfach in die Station fliegen, aber vielleicht sollte ich irgendwie bessere Abschirmung bauen oder so. Was passiert? Dressel ist wieder draußen? Das gibt's doch nicht. Wir müssen nach Hause, scheiß drauf. Guck, ob das überhaupt funktioniert. Es wird immer schlimmer. Das geht gar nicht. Guck mal, wie lang das dauert. Oh Gott. Ich glaube, weil die Schwerkraft im Marsch ist. Oh Gott! Hans, pass auf! Dressel, es liegt alles an dir, sehr gut! So, jetzt aber. Boah.
Hab ich irgendeinen verloren? Das kann ja immer mal passieren. Oh, Pansen, du hast uns gerettet. So, ab nach Hause. Eine Minute hat's gedauert ohne Reparatur. Wir nehmen die einfache Mission, bla bla bla. Wir nehmen die Männerroute, bla bla bla. Der Beste und so weiter. Boah, also das mit der Strahlung ist krass. Aber ist gut, gefällt mir bis jetzt. Aber es kann ziemlich, ich glaube, das mit der Strahlung kann sehr nervig werden. Aber das ist der neue Sauerstoff quasi, ja? Oh Mann, ey. Wow, das war cool. Space Crew. Ausweichmanöver, Gott sei Dank. Und Tarnmodus, was auch immer das macht. Das Raumschiff wird von den feindlichen Jägern unsichtbar. Solange es ein Raumschiff im Tarnmodus ist, feuern Waffenoffiziere nicht. Okay, dann können wir reparieren. Und so. Da, Strahlenschutzanzug. Das ist gut. Das kriegt jetzt auch direkt der Dressel. Reparaturdingens, ein Strahlenschutzanzug. Weil er muss arbeiten können. Während die anderen irgendwie ausgenockt sind, ist das ja dann egal. Quasi. Schrotti, du schaffst das schon. Nee, er nicht. Sicherheit. Hat sich wieder geändert, ne? Rekrutieren ist immer noch nichts. Vielleicht, weil ich voll bin. Ja, das kann auch sein. Crew-Ausrüstung, Ausbildung. Raumschiff. Panzerung. Das sind wahrscheinlich einfach nur... Sauerstoffgenerator. Verbaute Raumschiffreaktor erzeugt nicht so sonderlich viel Energie, ist auch nicht besonders widerstandsfähig. Dafür haben wir aber nichts. 4000 Forschungspunkte. Ich weiß ja nicht, wo die Forschung ist. Maschinenkanonen. Werden auch zu Plasmakanonen. Machen wir erstmal Panzerung. Schade, nicht genug, aber egal. Missionen müssen wir gucken, Leute. Machen wir nächste Folge. Ja? Oh, hohes Risiko. Kopfgeld haben wir. Haben wir auch schon. Hupin Garrett. Das sparen wir uns aber auf. Da müssen wir für bereit sein. Also, Leute, bis zur nächsten Folge. Space Crew. Haut rein, Leute. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren. Falls ihr wollt. Zwingt euch keiner. Aber wenn, dann macht ihr mich ja vor. Haut rein, Leute.